Guten Tag, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal gefunden habt. Dieses Video ist ein kleiner Nachtrag zu dem ersten Video, wo ich die Installation von Minecraft Java und die ersten Schritte erklärt habe. Ich bin da noch auf einen Punkt nicht eingegangen, und zwar, wo denn nun die Spielstände gespeichert sind, also die Welten, die Texturen, eure Errungenschaften und so weiter. Das ist in einem extra Ordner gespeichert, aber nicht in den Dokumenten, wie man das von anderen Spielen kennt, sondern in einem Ordner, in der sogenannten AppData im Roaming-Verzeichnis, also gewissermaßen im Ordner der Anwendungsdaten. Da gibt es nochmal einen Ordner, der nennt sich Roaming. Das Roaming-Verzeichnis aufzurufen ist ganz einfach. Dazu drückt man einfach die Windows-Taste und die R-Taste gleichzeitig, um das sogenannte Ausführen-Fenster zu öffnen. Dort gibt man dann den Text Prozent AppData Prozent ein und drückt auf Enter. Und in diesem Ordner befindet sich ein weiteres Verzeichnis, das nennt sich .minecraft. Dieser .minecraft-Ordner hat nochmal 6 Unterverzeichnisse. Den Namen Assets, Libraries, Logs, Resource Packs, Saves und Versions. Je nachdem, ob man schon Screenshots gemacht hat, ist eben auch noch ein 7. Ordner Screenshots dabei. In der standardmäßigen Version. Es gibt noch einzelne andere Dateien, Launcher Log, Launcher Profiles, Options, Realms, Persistence, Servers und User Cache. Ich werde jetzt allerdings nicht auf alle eingehen, weil einige sind einfach nicht wichtig. Der Launcher Log zeigt einfach den Bericht des letzten Starten des Launchers. Also falls es eine Fehlermeldung gab, kann man in dieser Datei diese Fehlermeldung nachschlagen und sehen, was war, warum es nicht funktioniert hat. Die nächste Datei, Launcher Profiles, zeigt einfach nur, welche Profile der Minecraft Launcher kennt. Also wenn man am Anfang auf Account merken gedrückt hat, wird dieser dort verzeichnet im Launcher Profiles Datei. Options ist einfach nur eure Optionen, die ihr ganz normal in Minecraft eingestellt habt. Dazu werdet ihr dann im nächsten Video etwas sehen. Die Datei Realms Persistence hat etwas mit den sogenannten Realms zu tun, auf die ich in den nächsten Videos auch nochmal eingehen werde. Die Servers.dat Datei ist einfach das Verzeichnis der Server, die ihr gespeichert habt. Das werdet ihr ebenfalls im nächsten Video noch einmal sehen. Und User Cache, das ist der Name eures Profils und wann ihr zuletzt aufgerufen habt. Die Ordner Assets und Libraries sind für uns erstmal uninteressant. Entscheidend ist der Logs-Ordner. Dort werden alle Berichte von den Spielsitzungen, die ihr bereits gestartet habt und wieder beendet habt, angezeigt. Also auch Fehlermeldungen und dergleichen. Der Ordner Resource Packs ist dafür gedacht, falls ihr eigene Texturen und Sounds haben möchtet in dem Spiel und euch die standardmäßig nicht gefallen, da könnt ihr dann dort, dazu werde ich nochmal ein extra Video machen, könnt ihr dort eure Resource Packs reintun. Der Saves-Ordner ist wahrscheinlich der wichtigste, denn da stehen eure Spielstände drin. Standardmäßig ist dieser Ordner leer, da es dort keine Welt gibt. Eure Welten sind nicht irgendwie online in einer Cloud oder so gespeichert, das könnt ihr manuell natürlich machen, aber von alleine macht das Minecraft nicht, deswegen ist das für euch der wichtigste Ordner. Alle anderen Ordner kann der Minecraft Launcher aus dem Internet herunterladen. Und im Versions-Ordner werden alle eure heruntergeladenen Versionen des Spiels gespeichert. In meinem Fall ist dort nur die Version 1.12 drin, da das diese ist, die ich im letzten Video heruntergeladen habe. In diesem Ordner findet man zwei verschiedene Dateien. Die eine Datei nennt sich 1.12.jar. Dies ist wieder so ein sogenanntes Jar-Verzeichnis. Die zweite Datei, die in diesem Verzeichnis liegt, heißt 1.12.json. Diese Datei ist für uns irrelevant. Wichtig für uns später ist nur die 1.12.jar-Datei, da in dieser Datei alle Skins, Texturen und so weiter und so fort alles gespeichert ist, alle Modelle von den Blöcken und von den Items und Kreaturen und alles andere. Das wäre auch schon das Wichtigste gewesen. Das Video beende ich hier an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und bis zum nächsten Mal.